Und zwar ist am Freitag Tag der Jugend. Und jetzt haben wir fragen, wie Sie so die Jugend von heute wahrnehmen im Alltag und was Sie vielleicht so, schon so für Erfahrungen gemacht haben. Im Moment, also meine Buben sind noch kleiner. Aber ich glaube, die Jugend, mit denen, die ich Kontakt habe, die sind vor allem motiviert, etwas zu machen, etwas können zu bewegen. Gemischt, sagen wir es jetzt so. Wir haben also am Quartier und bei mir auch im persönlichen Umfeld haben wir ganz, ganz flotte Junge. Und ja, eigentlich mehr flotte. Aber es gibt auch noch eine Schräge. Ja, eigentlich gut soweit. Die machen etwas und haben Interesse und lassen sich gut ausbilden an allen Orten. Von dem her super. Wo würden Sie vielleicht auch so einen kleinen Unterschied von der Jugend von heute zu der Jugend noch von Ihrer Zeit? Wo würden Sie da vielleicht einen kleinen Unterschied oder sagen, was hat sich da mega verändert oder was ist vielleicht auch gleich geblieben? Yes, das hat sich doch viel verändert. Wenn ich an meine Zeit denke, ich hatte ja nie die Möglichkeiten gehabt. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, aber es war gut, es war sehr gut. Aber ich hatte ja nie die Möglichkeiten gehabt. Wir haben auch nicht gewusst, was alles rum ist. Und wir waren einfach zufrieden gewesen und in der Familie gewesen und geholfen zu arbeiten. Ja, verändert hat sich heute wieder einfach mehr angeboten, als was wir hatten zu meiner Jugendzeit. Oder wir haben mehr so einen Kollegenkreis gesehen. Also unter zusammen. Und heute gehen sie einfach mehr in die Disco und so. Das haben wir nicht gehabt. Ja, gleich geblieben. Viel nicht mehr, oder? Wir haben früher viel mehr können machen auf der Strasse, im Wald und so. Wo sie heute eigentlich das nicht mehr können. Auch auf dem Rasen dürfen sie zum Teil gar nicht spielen oder shooten und so. Aber eigentlich, es sind einfach wieder andere Zeiten. Die müssen sich einfach an dem anpassen, was heute ist. Und in diesen ihren Jungen geht es wieder auch gleich, oder? Also ich finde gerade die sozialen Medien, die Telefone überall, dass man alles filmen kann, alles fotografieren kann, finde ich ein bisschen gefährlich. Oder macht mir auch ein bisschen Bauchweh, wenn ich jetzt so in die Zukunft denke. Früher hat man irgendetwas machen können und dann haben das die dabei waren, haben das gewusst und haben darüber gelacht oder nicht. Heutzutage weiss das nachher gerade die halbe Gesellschaft. Ob das immer so muss sein, ist fraglich. Aber sehr wahrscheinlich ist das eine gewisse Entwicklung der Gesellschaft. Ich glaube, das birgt einfach auch grosse Risiken. Und das muss man auch den Jugendlichen zum Teil auch sagen, dass das Verhalten, dass man das schon mal ein bisschen reflektieren müsste zum Teil.